Hey, ich bin der Nerdman. Ihr habt Batman Death Metal gelesen und wollt wissen, wie es jetzt weitergeht? Dann seid ihr mit dem Infinite Frontier Special und diesem Video perfekt gewappnet für DCs Neustart. Wonder Woman, die zuletzt ihr Leben dafür gab, das Multiversum zu erneuern, erhält von der kosmischen Quintessenz ein unfassbares Angebot und Einblicke in die zukünftigen Abenteuer vieler bekannter und neuer Helden, darunter natürlich Batman, das neue Wonder Girl, Black Adam und viele mehr. Seht dieses Heft einfach als Einführung für die neuen, nun kommenden Reihen im nächsten Jahr. Ich werde euch aber jetzt nicht sagen, was da alles so Neues dabei ist, dafür reicht eigentlich ein Blick in die neue Panini-Vorschau. Zu der einen oder anderen Reihe werde ich aber vielleicht nächstes Jahr noch ein Video machen, also seid darauf gespannt. Wenn ihr das Special noch selber lesen wollt, könnt ihr euch das Video zwar noch anschauen, ich verstehe aber auch, wenn ihr jetzt vielleicht abschalten wollt. Wonder Woman hat von der Quintessenz das Angebot bekommen, ihr als göttliche Beobachterin beizutreten. Doch bevor Diana dieses Angebot annimmt, erinnert sie sich daran, dass die Werke auch über einen Preis gesprochen haben, der bezahlt werden muss. Um dieser Vorahnung auf den Grund zu gehen, geht Diana zusammen mit The Spectre, ebenfalls ein Mitglied der Quintessenz, los. Und hier sehen wir dann auch die vielen Neustarts der jeweiligen Charaktere und mit was sie jetzt wohl so zu kämpfen haben werden. Diana sieht, dass ihre Freunde diese Bürde, diesen Preis, auch gut alleine selbst zahlen und damit umgehen werden können. Und dennoch entscheidet sie sich, inspiriert von The Spectre, doch wieder zurückzukehren und selbst in die Handlung einzugreifen. Ja, einfach weil sie es kann. Eben weil jetzt alles möglich und offen ist, wie Spectre es schon gesagt hat. Zum Schluss, und wer hätte es auch anders gedacht, sehen wir aber, dass DC ihre großen Bösen jetzt alles andere als vergessen hat. Der Frieden, der jetzt herrscht, wird sicher nicht lange andauern. Es ist nur die Ruhe vor dem Sturm. So, und das ist eigentlich auch schon alles, was man zum Infinite Frontier Special wissen muss. Und dass es Panini geschafft hat, 5 Variants rauszubringen. Was hat sie dazu inspiriert? Insgesamt verdammte 5 Variants rauszubringen. Moneten! Wie gesagt, wie es jetzt wirklich weitergeht, erfahren wir bestimmt in der ein oder anderen Infinite Frontier Nummer 1 nächstes Jahr. Und bis dahin hoffe ich, ihr schaltet auch in Zukunft wieder ein bei mir, dem Nerdman.